herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast. Mein Name ist Henrik Rasemann und ich berichte hier wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und zwar mache ich das Ganze auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio. Und so soll es dann auch diese Woche sein. Es geht nämlich um einen Ort, von dem ich zugeben muss, dass ich ihn bis vor ungefähr einer Woche noch nie gehört habe, nämlich Översee. Dabei ist Översee sogar international bekannt. Aber warum das der Fall ist, da komme ich gleich zu. Ganz kurz erstmal die nackten Fakten, nämlich ungefähr 3.500 Einwohner, die wohnen da. Und wenn man mal sich anguckt, wie die Ortsteile heißen, dann fällt auf, Mensch, da ist doch ein Ort, da dachte ich immer, das ist ein eigener Ort, nämlich Sankelmark. Ja, da war ich wohl auf dem Stand vor dem 1. März 2008. Da gab es nämlich die Fusion zwischen den Gemeinden Översee und Sankelmark. Das Ganze liegt vor den Toren von Flensburg, ungefähr 10 Kilometer entfernt und ist insbesondere landschaftlich unheimlich reizvoll. Nicht nur deswegen, weil da der Sankelmarker See ist, sondern auch sonst drumherum gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel fließt hier auch durch die Treene und zwar, und das ist heutzutage ja fast noch was Besonderes, in unveränderter Form, sprich also ohne Begradigung, in der Schlängelform, wie es die Natur erschaffen hat. Und wo einfach mal ein Fluss und ein See in freier Natur aufeinandertreffen, da ist meistens ein Naturschutzgebiet nicht weit, so auch hier. Nämlich das Naturschutzgebiet Obere Treene-Landschaft und im Speziellen die Fröroper Berge. Naja, Berge, gut, das kennen wir Norddeutschen ja, darf man nicht überinterpretieren. Das ist mehr ein Hochmoor aus der eiszeitlichen Zeit, sprich eine Moränenlandschaft, wo eine ganze Menge Stein und Kies rumlag, was dann auch abgebaut wurde und mit zu den größten Kieswerken dort dann gehörte, die das Land hat. Beziehungsweise hatte, die Zeiten sind vorbei, aber noch heute sieht man dort das, was der Abbau dann in der Landschaft verändert hat und dank einiger Aufforstungen und auch ansonsten dem Rückschlag der Natur ist es dort richtig schön wieder. Ich erwähnte ja schon am Anfang des Podcastes, dass Översee durchaus international bekannt ist. Dafür gibt es sogar gleich zwei Gründe. Einer, der liegt schon etwas länger zurück, um nicht zu sagen um die Zeit 3500 bis 2800 vor Christi. Da hatte man sich nämlich überlegt, dort genau in der Ecke, beziehungsweise im Ortsteil Munkwollstrupp, ein Denkmal zu setzen. Naja gut, ein Denkmal ist es heute geworden, archäologisches nämlich und auch noch eins der größten in Europa. Damals war es einfach ein Großsteingrab, sprich also große Steine. Und darunter dann eben eine Begräbnisstätte. Davon ist zwar nicht mehr alles vorhanden, weil die Zeiten doch ihre Spuren hinterlassen haben, beziehungsweise einiges davon dann wiederum verwendet wurde, was da lag, für Bauten und. Aber doch eine ganze Menge kann man noch sehen und da hat man dann gleich noch einen eigenen Park draus gemacht. Immerhin 160 Findlinge, die teilweise bis zu 3 Tonnen schwer sind, hat man ausgegraben und die sieht man jetzt in 7 Grabanlagen im Arnkielpark. Für den Gräberspezialisten sei erwähnt, es handelt sich um 6 sogenannte Langbetten und ein Grab im Rundhügel. Und da so ein Findling ja, sagen wir mal so, nicht mehr ganz so viel Leben in sich hat, man aber doch gerne eine persönliche Bindung der Bürger drumherum aufbauen lassen wollte, hat man einfach Patenschaften eingeführt, sogenannte Steinpatenschaften, die in Urkunde, Bild und Internet festgehalten wurde, nämlich auf arnkiel-park.de darf man diese Steinpatenschaften sich angucken. Der erste, der eine solche Patenschaft wohl hatte, war Gerhard Thomsen aus Flensburg und laut Webseite die letzte, die war Anne Röschmann aus Flensburg auch, aber dazwischen auch ein paar Überseher zum Beispiel und Sankelmarker natürlich auch. Aber damit noch lange nicht der internationalen Bedeutung von Översee genug. Es gab noch ein besonders wichtiges Ereignis in der Geschichte dieses Ortes, nämlich genau gesagt den 6. Februar 1864. Der stramme Schleswig-Holstein-Podcast-Hörer weiß natürlich, um diese Zeit tobte in Schleswig-Holstein der Deutsch-Dänische Krieg. Und unter anderem waren eben die mit den Preußen verbündeten Österreicher unterwegs gegen Dänemark, genauer gesagt das 6. K&K Armeekorps. Und die trafen nun gerade in Översee auf die auf dem Rückzug befindlichen Dänen.
Da gab es einen Kampf und die Dänen unterlagen, was dann auch natürlich Ruhm mit sich brachte. Und diesen großen Sieg von Övasee, den muss natürlich so ein Österreicher auch ausleben. Und da dieses 6. K&K Armeekorps nun gerade aus Graz kam, seines Zeichens logischerweise eine Stadt in Österreich, gibt es also in Graz eine Överseegasse, wo sich wahrscheinlich der ein oder andere Grazer fragt, was ist nun wieder Övasee? Aber jetzt wissen sie es, zumindest die Schleswig-Holsteiner wissen es. Und in der Överseegasse in Graz gibt es auch noch ein Överseegymnasium. Aber warum mit Graz zufrieden geben? Es gibt ja eine viel größere Stadt noch in Österreich, nämlich Wien. Und da gibt es die Überseestraße. Wow, ich will ja nicht wissen, wie viele Wiener denken, dass das irgendwas mit Übersee zu tun hat. Ja, aber wie gesagt, sie wissen es ja besser. Und wenn sie mal da sind, gehen sie also unbedingt mal dahin, greifen sie den nächsten Passanten und erklären sie dem mal, dass sie wissen, wo Überseer liegt. Da haben es doch die Überseer wieder einfacher. Da gibt es nämlich einen Grazer Platz. Und ich vermute mal, wo Graz liegt, das wissen dann doch die meisten Überseer. In Übersee gibt es dann auch noch ein Österreicher Denkmal und es gibt noch die Flensburger in 10 Kilometer Entfernung bekannterweise. Die sind nämlich dankbar dafür, dass die Bürger von Übersee sich um die Verwundeten so gut gekümmert haben. Deswegen gibt es nämlich alljährlich von Flensburg nach Übersee einen Überseemarsch. Auch da muss man Gott sagen, nicht nach Übersee, nur zur Sicherstellung. Und wenn ich vorhin sagte, dass Übersee ja nur zweimal international bekannt ist, dann habe ich schlichtweg gelogen. Es gibt nämlich noch das Tagungszentrum Sankelmark mit der Akademie Sankelmark und der Europäischen Akademie Schleswig-Holstein. Beide Erwachsenenbildungseinrichtungen haben als Schwerpunkt Seminare und Tagungen zu politischen und kulturellen Themen, insbesondere aus der Region Schleswig bzw. Ostseeraum. Und noch eine sehr alte Sehenswürdigkeit hat Übersee, nämlich die St. Georg-Kirche, die schon aus dem 12. Jahrhundert stammt. Interessant übrigens, dass an dem typischen runden Turm der Kirche noch Schießscharten zu erkennen sind, die nach Norden weisen, was darauf hinweist, dass hier wohl ein größeres System von Befestigungen mal installiert waren, was auch nicht ganz so überraschend war, weil nämlich der Ochsenweg nicht weit weg von Übersee durch Deutschland bzw. Europa sich zog. Und das war jetzt nicht nur einfach ein Weg, wo Ochsen liefen, sondern es war damals immerhin der einzige Verkehrsweg auf dem Lande zwischen Skandinavien und dem übrigen Europa. Und in Übersee zweigte nämlich auch noch eine Handelsstraße ab, der sogenannte Stapelholmer Weg, der bis hin nach Tönningen in der Eidermündung führte. Und das ist durchaus noch eine ganze Ecke weit weg gewesen. Man sieht also jetzt nach ungefähr 7,5 Minuten Podcast, Übersee ist nicht nur eine Reise wert, es ist auch bedeutsam und ist eine Sünde, Übersee nicht zu kennen. Deswegen sollten Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten beim Schleswig-Holstein-Podcast, weil da gibt es ja vielleicht wieder so eine Perle hier zu hören bei Westküste FM und auf sh-podcast.de. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Henry Krasemann, bzw. Kaulius und tschüss.